Wir sind in Markneukirchen. Komisch, dass ich jetzt alles in Deutsch machen muss, merkwürdig. Sind wir in Sachsen? Weiß ich nicht. Ja, in Markneukirchen bei Warwick Framers. Und was man natürlich nicht hinter sieht, ist, hinter mir sind Firmen, die gekommen sind, was cool ist. Aber es ist keine Messe. Es ist die Anti-Messe. Genau. Es ist die Wir schreien nicht rum. Extravaganza, weil bei Messen als YouTuber, wenn du versuchst, Content zu kreieren oder auch als Interviewer, wie du kennst es, du läufst bei Messen rum und du bist am Stand und du schreist dich gegenseitig an. Jetzt versuchst du mit so einem Mikro Hallo. Auf der Messe aufzunehmen und du hast Fiepen, du hast den Schlagzeuger nebendran. Das ist kein Environment, wo du irgendwie arbeiten kannst, wenn du Audio-Video-Content machst. Du hast schlechte Beleuchtung. Und haben wir auf Messen wirklich Zeit, Beziehungen aufzubauen mit Firmen? Hier ist meine Karte. Der weiß doch eine Woche später nicht mehr, wer ich war. Ich wollte ein Event kreieren, was die Anti-Messe ist. Nichts gegen die Messe, das ist geil. Die Messe ist für Handel, für Neues, alles gut. Messen sind super. Ich liebe Nerm, ich liebe Frankfurt, wenn die endlich mal ihren Scheiß zusammenpacken und das richtig machen. Mannheim war geil, Gitarre und Bass, danke. Ne? Ich wünschte, ich hätte länger da sein können. Aber es ist eben nicht ideal für Content Creation, wenn es um YouTube geht. War das der Grund für das Konzept hier? Das ist einer der Gründe, dass ich... zwei Gründe. A, Beziehungen mit Firmen aufbauen. Und deswegen sind wir hier 5 Tage. Wir hängen ab, es sind nicht 120 Firmen, es sind 16. Das heißt, nach dieser Woche sind meine Kumpels von den Firmen meine Kumpels. Okay. Das ist einer der Gründe, Beziehungen aufbauen, auch Beziehungen mit YouTubern auf der NAMM-Show. Hier ist Tom Quayle, hier ist Henning Pauli. Ha, und tschüss. Ey, hängen wir wirklich ab? Gehen wir essen? Befreunden wir uns? Nein. Hier am zweiten Tag, wir sind so, alle. Wir ziehen an einem Strang, das ist geil. Diese Community von YouTubern ist jetzt das erste Mal geballt zusammen, macht Videos zusammen. Und findet raus, wer die Personen dahinter sind. Wie arbeitest du mit welcher Kamera? Wie sind deine Klickzahlen? Wie machst du das? Und wie monetizierst du denn die Videos? Welche Plugins verwendest du denn? Und auch das Mikro, das ist ja geil. Wir lernen voneinander in dem Medium arbeiten, was mit dem zusammenarbeitet. Ja, das war die initiale Zündung. Lass uns mal gucken, was wir für Framus machen können. Natürlich heißt das nicht, dass Framus hier irgendwie mehr Coverage kriegt als andere Firmen. Aber natürlich, es ist hier, das heißt, es ist für jeden gut. Alle YouTuber haben Spaß, alle Firmen haben Spaß. Viele, viele Firmen haben nicht verstanden, was ich hier versucht habe aufzubauen. Einige YouTuber haben nicht verstanden, was ich hier versucht habe aufzubauen. So, we don't quite know what we're doing here and how this is gonna work. Ich habe denen erzählt, wir haben Räume mit Live-Switching. Die wissen nicht, was das ist. Denkst du, das wird sich jetzt ändern, wo sie den Output gesehen haben? Nach einem Tag war klar, was hier los ist. Ich wünschte A, dass ich nicht krank wäre und B, dass ich es nicht organisieren müsste. Weil jeder hat ein kleines Wehwehchen und in dem Sound ist kein Raum. Wenn in einem Raum irgendwo ein Problem ist oder einer muss für seine Familie Christbaumkugeln besorgen, weil er es denen versprochen hat, dann bin ich sag nicht wer, aber dann bin ich der Typ, zu dem sie kommen. Oder meine SD-Karte läuft nicht. Ich hab 4 von meinem eigenen Gear, alles was ich habe an Kameras. Ich habe 3 Macs hier. Ich habe meinen iMac noch da drüben. Und danke, by the way, Universal Audio, die haben mir für die Räume Apollos geschickt, aber noch ein extra Twin, was ich an meinem iMac habe. Und wenn in den Räumen irgendwas mit Export schief läuft, kann ich alles darüber zerren und ich kann es nochmal machen. Ich habe mein Final Cut hier. Die Firmen, es fasziniert, die Firmen, die uns in den Räumen unterstützen sollten, waren der Wahnsinn. Rode, bei dem Vertrieb angerufen, klar sind wir dabei. Batsch, hier eine Kiste Rode-Mikros, nimm, verteil, benutz. Universal Audio, ohne die würde nichts laufen. Triad Orbit, Wahnsinn, ohne die Stativsysteme von denen ging das überhaupt nicht. Eve Audio aus Berlin, die coolsten Socken, wenn du mal mit denen arbeiten kannst. Die sind alle so geil. Der Thomas und die Kerstin und der Typ, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Sorry. Sommerkabel hat uns Kabel gegeben. Ampete, die machen gerade ein Video da drin, was so wenige YouTuber machen können. Ihr hattet ja auf dem Guitar Summit Ampete-Switcher in dem Amp World hieß es, ja. Genau. Der Sebastian und der Peter Arendt haben uns 3 4-4-4-Switcher geschickt und jetzt läuft da drin gerade ein Vergleich zwischen 2 Rev-Amps. Switch, Switch, Switch.
Super geil. Der Derek von Rev hatte gerade eine geile Idee. Wir kommen langsam drauf, was geiler sein kann. Nicht viel, es läuft vieles gut. Aber stell dir vor, nächstes Jahr in allen Räumen alle Amps. Das heißt, wir haben einen Amp-Rack und wir können nicht 20 Firmen haben. Das heißt, wir haben 4-5 Amp-Firmen bei jedem Event. So, und da ist ein Marshall, ein Houston Kettner, ein Rev, ein Joyo, ein Vox. Die sind alle da drin, die sind alle in den Switcher genagelt und du gehst in den Raum und du suchst dir nur den aus, den du spielen willst und los geht's. Kein Setup-Time, keine Kabel, kein gar nichts. Das heißt, du siehst in jedem Video auch alle Amps. Darf keiner heulen, weil sie sind ja alle drin. So, und Phil X spielt dann den Marshall und der Pete Thorn spielt was anderes und die sagen, was sie spielen, die Logos kommen rein, alle, aber es sind alle im Bild und die switchen. Und das Geile wäre, wahrscheinlich wird in jedem Video dann einfach auch mal hin und her geschaltet. Zeig mir mal den AC30 mit dem Tube Screamer. Klick. Geil. Ja? Oh, fuck you, Glenn, by the way. Ab und zu muss man mal fuck you, Glenn, sagen. Er mag das. Wird es auf jeden Fall die nächste Ausgabe geben? Soweit ich gehört habe, hat Hans-Peter über die ersten paar Videos drüber geguckt und hat gesagt, Hotel, bitte eine Woche blocken für nächstes Jahr. Das sind meine Informationen. Ich habe Hans-Peter bis jetzt zweimal gesehen. Ich bin ein bisschen beschäftigt. Aber das sind meine Informationen. Alles klar. Also, Hotel ist blockiert. Ich habe mit ein paar YouTubern gesprochen, die sind da. Ich möchte, bitte erwähn das, wo du auch immer kannst, meinen Helfern danken. Wenn ich dran denke, kriege ich Tränen in den Augen. Ich habe auf meinem Channel einen Aufruf gemacht. Ich brauche Leute, die helfen. Ich kann euch nicht sagen, warum. Die haben gedacht, es geht um mich alleine. Die mussten umsonst herfahren, werden nicht bezahlt. Und ich hatte über 50 Leute, die helfen wollten. Die wussten nicht, worum es ging. Das ist der Wahnsinn. Dann habe ich denen gesagt, worum es ging. Dann war es natürlich für die noch klarer, dass sie hier sein wollten. Aber diese Jungs sind stellenweise 13 Stunden mit dem Auto aus Serbien gekommen. Mit Flugzeugen aus England, Belgien, Finnland. Das ist der Wahnsinn. Arbeiten anderthalb Wochen ohne Bezahlung von 8 Uhr morgens bis um 12 Uhr abends und machen einen phänomenalen Job. Und das muss einfach mal gesagt werden, dass ohne die nichts ging. Genauso wie Kiana, ohne Kiana und Jennifer ging hier gar nichts. Die beiden sind um mich rum und was auch immer sie irgendwie abblocken können, blocken die ab. Nächstes Jahr brauchen wir mehr. Danke, danke, danke. Ohne die ging gar nichts. Wir drücken die Daumen. Dankeschön.